Moin Moin Kinder, herzlich willkommen zurück zu Let's Play State of Decay. So, ich bin schon wieder ein volles Inventar. Ist doch der Shit. Achso, ich glaube letztes Mal hatte ich so viel eingesammelt. Können wir auch mal ablegen. Was ist das hier? Schmerzmittel. Ich habe ja mein geiles Paracetamol. Nee, Piepwaffe, Schwerewaffe, genau, er hat Schwerewaffe. So! Hallo? Was war das denn? Muss man die Tür hier immer so aufknallen? Genau. Mit viel Liebe wird sie so einfach aufgemacht. So, ich wollte gerade mal schauen, was es hier noch so an Quests gibt. Den Infektionsherd können wir theoretisch noch machen. Mann, die Quest ist immer noch da. Ich habe das Gefühl, dass ich die vielleicht machen sollte. Rucksack von Munition. What the fuck, ey. Ja gut. Ja gut, so ist das dann halt. Njom, njom, njom. Könnte mir vielleicht das Haus noch als Aussichtsdingens, ne, nicht Aussichtspunkt, wie heißt das? Als das, was die immer von mir haben wollen. Jetzt habe ich den Begriff vergessen. Außenposten, genau, als Außenposten. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal den einen Infektionsherd da unten weg. Das stört mich nämlich immer. Was du nicht sagst. Ich weiß gar nicht, ob es der beste Weg ist, da hinzufahren, weil hier alle immer noch alles mit diesen Autos vollgestellt ist. Whoops. Naja, gut. Ich frage mich auch, was da im Gerichtsgebäude jetzt abgeht, ja. Was geht da an? Die haben wieder zwei Spezialisten. Ich habe etwas, was du vielleicht sehen möchtest. Meet me as soon as you can. I could use some backup. Okay. Wo denn? Boah, natürlich wieder da ganz oben, ja. Fuck you. Fuck you, Dude. Machen wir erstmal das hier. Oh nein! Komm schon. Dich schaben wir einmal ab. Noch mehr Zombies. Mist. Man muss sein Auto auch ein bisschen nutzen, ne? Um schon ein bisschen Vorarbeit zu leisten. Das hatte viel Schönes. Ich mach mal auch Gurgeln, das ist ja widerlich. Nein? Ah, das ist wieder so ein Gurgler, ey. Komm, stirb. What the fuck, ey. Okay, die Spezialisten sind tot, das ist schon mal gut. Jetzt kümmern wir uns um die restlichen. Oh ne, da ist ja noch einer. Achso, das waren gleich die Spezies von hier. Perfekt. Perfekt. Was? Das wollte ich denn ernst, ne? Achso, die haben noch einen SWAT-Zombie hier. Das ist pretty clear to me. I need a breather. Okay, der ist einfach mal hier so in die Treppe gefallen. Nein. Voll die Lüge, ey. Okay, natürlich, wenn die Ausdauer gering ist, dann fallen auch die Bewegungen schwerer, zumindest habe ich so das Gefühl. Gut, also hier ist nichts mehr. Alles klärchen, dann können wir mal weiter. Da komm, ich gönne mir mal ein. Ich gönne mir mal ein. Ja, das Nervige ist natürlich, wenn Els wieder eine Mission hat, ich muss halt so ewig lang dorthin fahren. Ne? Das ist immer ein bisschen sehr ungünstig. Okay, ne, ich fahre hier einfach mal den Hauptkreis und dann. Weil man da auf dem Weg halt auch mal die Horden hat und auch viele, viele Sachen, die so blockieren, sag ich mal. Also es ist ja nicht so, dass man einfach so da durchfahren kann, sagen kann, so, ja, ich fahre jetzt mal 2 Minuten dahin.
Und ich nehme an, wahrscheinlich wird er wieder nur was total Unwichtiges haben. Obwohl er sagte schon, dass er meine Hilfe braucht. Aber das muss nicht unbedingt heißen, dass ich da mit ihm kämpfen muss. Wahrscheinlich heißt es, so wie ich das Spiel kenne, ja, hier, bla bla und tschüss. Wo du dann so stehst und denkst, okay, dafür bin ich jetzt hier rausgefahren. Gut. Richtig gut. Guck mal, ich kann ja theoretisch auch bis hier hinfahren, dann da so rein. Vielleicht bin ich letztes Mal hier so rumgefahren, dann dahin. Ist ja ein bisschen unnötig. Da bist du wenigstens da so einen halbwegs straighten Weg. Ich hoffe, dass das klappt, du. Obwohl das sieht gut aus. Ja, cool, das andere Tor war auch offen. Mein Auto sieht auch wieder geil aus, ey. Ja. Natürlich. Oh. Und da bin ich ja ein bisschen zu weit gefahren. Jetzt sind wir wieder da. Ist er hier drin oder was? Ich parke einfach mal auf der Straße, läuft bei mir. Hallo? Oh, hi. Hi! Shit. Oh. Is he still alive? Yeah, not for long by the look of it. Gotta get out of here. I can't stay. Easy, soldier. What happened to you? I'm too sick. Left me behind. Left all the sick ones behind. Guess that's why they always say, don't drink the water. We got a term for this in the army. That term is FUBAR. You better get going. Yeah. Okay, sure. Okay. Ja, das habe ich mir gedacht. I've been thinking about what our dying friend said about the water. Right before they locked me out, the science geeks were talking about something they found up at the reservoir. Now I'm thinking we ought to go check it out. Happy to help. Let's move out then. Ja, wenn ich jetzt wieder den ganzen Weg zurückfahren muss, ne, dann... Ne. Na, das geht. Das geht, das kann man machen. Aber mein Auto hat auch schon bessere Zeiten gesehen. Ich wollte da gerade gucken, ob das hinten wieder so ein Aufgeblähter war. Konnte ich aber nicht genau erkennen, ich glaube eher nicht. Oh. So nicht, Freundchen. Noch einer. Noch ein paar. Okay, mittlerweile lässt sich mein Auto auch nicht mehr so gut steuern. Das ist natürlich sehr praktisch. Well, the ones that weren't sick or hurt at least. You saw what they did with them. This whole operation's been a chuckle fuck from day one and your people seem to be the only ones with your heads on the outside of your collective asses. Oh yeah. Just sorry your reward for that looks like death by soup. You know, when we first set up camp here, the captain designated this as our R&R spot. Short of sitting on our bunks jerking off, all we were allowed to do with our free time was come up here, swim a few laps, and try to pretend MREs were suitable barbecue fodder. In retrospect, I'm not sure which I regret more. I recognize some of this. It's the same shit the Geek Squad was carting around when they were trying to find out what caused this. Huh. What's it do? Fucked if I know. I'm just a professional bullet stopper. They don't waste big words on me. They must have bailed in a pretty big goddamn hurry to leave all this behind. Let's see if we can get a better look. Erforschen wir jetzt, oder was?
Voll geil, gucken wir mal. Hier scheinen auch keine Zombies zu sein. Was passiert jetzt? Oh, shit. Ah, okay. Succinctly put. Now it's been a while since I read my field survival manual, but I'm pretty sure dead guys rotting in your water supply is what's known as a bad thing. In der Tat. We're gonna have to leave the valley, aren't we? I mean, we can't keep drinking this. There's only one way out if you don't have air support. The pass back by the fairgrounds. It links up with the main highway after about 10 miles. Trouble is, the army blocked it off when they left. Probably trying to stop whatever this is from spreading. Well, then how do we get out? I'm not sure yet. I got a couple of leads I can check out. Meantime, your people ought to start stockpiling supplies. I don't know what things will be like on the outside, but I doubt it's good. Nicht das Wasser trinken. Gut zu wissen. Ich denke mal schon, dass wir bisher auch genug Vorräte an richtigem Wasser hatten. Und dass wir nicht unbedingt darauf zugreifen mussten, hier aus dem See was zu trinken. Ja, geh halt zu Fuß nach Hause. Kein Problem, mein Freundchen. Zu Hause ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich mache nämlich noch auf die Schnelle einen Außenposten. Ach, weißt du was? Das machen wir auf die ganz billige Variante. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder zurückzufahren. Das Auto ist sowieso nicht in einem besonders guten Zustand. Eine helfende Hand. Das ist natürlich nicht mitgekommen. Ist aber auch nicht so schlimm. Das kann ich gern verkraften. Da würde ich sagen, nehmen wir das Haus nochmal schnell als Außenposten ein. Ja gut, ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass wir jetzt zum Ende des Spiels kommen. Aber wenn die hier das Tal verlassen wollen, könnte schon sein. Hier sind aber auch relativ viele Zombies. Könnte auch schon fast das Infektionsherd durchgehen, ja. Das ist gelogen. Okay. Oh, erstmal 10-mal in die Luft. Ach, da, du bist auch noch am Leben. Voll geil. So, ich höre da immer noch welche. Also draußen ist auf jeden Fall noch einer. Ich glaube, den können wir aber vielleicht... Erlege einen Zombie in Schutzweste. Generell kein Problem, aber ich meine... Wozu? Make sure everything's clear. Es ist alles clear. Gucken wir, was wir hier drin haben. I can't believe that noise didn't bring any zombies. Was ist das? Snackboxen? Snackboxen? Auch wieder nur Lebensmittel, ey. This is good, right? I mean, it doesn't suck. Ach verdammt, da war ich eine Sekunde zu langsam. Haus sauber. Gibt es sonst noch was ich absuchen kann? Es sieht fast nicht so aus. Nö. Würde ich sagen, machen wir den anderen vielleicht noch leer. Hä? Hatte ich nicht einen davon mitgenommen? Voll gut, ja. Okay, I'll run this home. Und ich glaube, ich wurde dazwischen unterbrochen. Snacks. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier nämlich noch... Oh, ich nehme mal lieber ein Medikament. Hier einen Außenposten. Das sieht aus wie ein guter Spot für einen Außenposten. Sure you want to go through with this? Yep. Let's make this outpost happen. Gut, jetzt kann sie ja wirklich nicht mehr meckern. So, dann würde ich mal sagen, machen wir für heute Schluss. Und, How's it going? I'm almost there. We'll crack open a cold one for you. Yeah, danke schön. Und in der nächsten Folge schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, ob dieser Sergeant mir vielleicht was sagen kann.
Gefahr am Army-Zombie gesehen. Ich habe gerade Zombie-Army gelesen. Dachte ich so, was ist das denn? eine neue Version, eine schlimmere... My Hero, so eine schlimmere Version einer Zombie-Horde. Das ist keine Horde, das ist eine Armee. What the fuck, ey. Good. Ja, wie auch immer. Also wie gesagt, nächste Folge schauen wir mal, was sich noch so ergibt. Bin ja mal gespannt, wie das hier noch weitergeht. Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Let's Play State of Decay. Auf Wiedersehen.